Freunde, was geht ab? Mich hat eben eine nice Nachricht erreicht und zwar, ihr wollt meine Reaktion auf dieses Video hier sehen. So gibt Messi seine Millionen aus. Was ist das überhaupt für ein Auto? Noch nie gesehen. Wenn das nicht Photoshop ist, dann ist Messi King of the World, sage ich euch ehrlich. Stream Highlights Video, ihr wisst, liken, abonnieren, ihr kennt den ganzen Hasen. Ich würde sagen, ohne viel Gelaber, rein in das Video. Hallo zusammen, was würdet ihr tun, wenn euch ein Riesensack Geld plötzlich in den Schoß fallen würde? Euch schießen wahrscheinlich tausende Ideen dazu durch den Kopf, was ihr euch FIFA Points kaufen, noch mehr als jetzt schon, ja! So kaufen würdet. How about the lining? Tactical. Tja, die Praxis zeigt aber, dass wirklich reiche Menschen ihr Geld nur selten für unnütze Dinge verschleudern. Die meisten von ihnen ziehen es vor, einen Großteil ihres Vermögens in etwas Sinnvolles zu investieren. Zum Beispiel in ihren Beruf, ihr Hobby oder in Wohlfahrtsstiftungen. Heute oder auch in Bugatti Veyron. Oder Lamborghini Urus. Oder noch mehr Autos, die immer haben. Für euch, wofür international berühmte Stars aus den Bereichen Sport, Hightech und Showbusiness ihr Geld ausgeben. Lasst uns loslegen. Okay, ich bin gespannt. Lionel Messi. Ja. Letztes Jahr ist der Star des Fußballvereins FC Barcelona laut Schätzungen des Magazins Forbes der bestbezahlte Sportler der Welt geworden. Allein im vergangenen Jahr soll der Torschütze 127 Millionen Dollar verdient haben, wodurch er seinen langjährigen Konkurrenten, den Ex-Spieler von Real Madrid, Cristiano Ronaldo, an der Spitze der Topverdiener abgelöst hat. Sicherlich macht Messis Gehalt bei seinem Lieblingsclub den Löwenteil seines Einkommens aus. Außerdem steht er auch bei den Marken Adidas, Gatorade, Huawei, Mastercard und Pepsi unter Dauervertrag. Unter Dauervertrag? Heißt das lebenslang oder was? Krank. Was stellt Messi eigentlich mit seinem Vermögen an? Natürlich lebt er in komfortablen Verhältnissen. Für seine Familie kauft er zum Beispiel luxuriöse Immobilien. Mittlerweile lebt er in einem Ort namens Castelldefels, der unweit von Barcelona liegt. Laut Experten beträgt der Durchschnittspreis für sein Haus in dieser Gegend mindestens 6 Millionen Dollar. Seine exquisite Villa im mediterranen Stil befindet sich nur 20 Kilometer vom Stadion des FC Barcelona Camp Nou und der Trainingsbasis des Vereins entfernt. Obwohl der reichste Sportler der Welt gerne mal ein hübsches Sümmchen für ein schickes Haus hinlegt, lassen ihn die Probleme der anderen nicht kalt. Der Fußballspieler gibt viel Geld für Wohltätigkeitszwecke aus und hilft Bedürftigen. So hatte Argentinier 600.000 Euro für die Renovierung eines Krankenhauses in seiner Heimatstadt Rosario gespendet. In Germany we say Ehrenmann. Ne, wirklich, coole Aktion von Messi. Feier ich, wenn Leute reich sind und ihr Geld dann für gute Dinge ausgeben. So Spenden, Aktionen starten, das finde ich nice, sehr nice. Spendet. Während der heißen Phase des Kriegs in Syrien hat der Fußballer ständig Geld für die medizinische Versorgung der einheimischen Kinder gespendet. 2017 hat die internationale Organisation UNICEF in der syrischen Stadt Tartus mehrere Schulen neu aufgebaut, was vor allem durch eine großzügige Spende der Stiftung von Lionel Messi ermöglicht wurde. Okay. Robert Downey Jr. Die geschätzte Höhe des Vermögens dieses US-amerikanischen Schauspielers, der durch seine Rollen als Sherlock Holmes und Tony Stark berühmt ist. Heftig! Ach, das ist der! Oha! Beläuft sich auf 300 Millionen US-Dollar. 2015 soll er sogar der bestbezahlteste Schauspieler weltweit gewesen sein. Seitdem ist er auf der Liste ein wenig nach unten gerutscht, aber er verdient immer noch astronomische Summen. So Junge, Schauspieler verdienen auch unmenschlich viel Geld, ne? Das ist unfassbar. Und ich als YouTuber bin so ein armer Schlucker, ne? Schade. Vielleicht sollte ich auch mal in die Schauspielbranche gehen oder in die Profifußballbranche. Ich glaube, mit meinem Alter kann ich da auf jeden Fall noch Fuß fassen, wenn ich ehrlich bin oder nicht. Für die Rolle des Iron Man in Avengers Endgame ein Honorar in Höhe von 75 Millionen Dollar kassiert. Wie jeder andere schwerreiche Mann hat Robert Downey Jr. beschlossen, seine Millionen in eine coole Immobilie anzulegen. Die Villa, in der er zusammen mit seiner Frau Susan... Hat der eine Windmühle auf seinem Grundstück, wenn das jetzt seine Windmühle ist, ne? An beiden Kindern wohnt, liegt in einem amerikanischen Ort namens Hamptons. Das Bauwerk fällt sofort durch seine Originalität auf, da es sich dabei um eine umgebaute Mühle aus dem 19. Jahrhundert handelt. Die Ehegatten waren sofort vom unfassbar schönen Garten angetan, der vom Mach ich auch immer, stell mir so einen Zombie in den Garten. Landschaftsdesigner Joseph W. Tyree angelegt wurde. Geil. Jedes einzelne Detail im und um das Haus herum stellte ein designerisches Meisterwerk dar, wie etwa das faszinierende Keramikportal über dem Kamin. Ihr habt bestimmt noch nie etwas Ähnliches gesehen. Oder etwa die plastischen Darstellungen einer Gottesanbeterin und eine Büroklammer im Junge, Hof. Die Dinger sind so riesig, ne? Oh mein Gott, ich habe damit so eine Erfahrung gemacht. Ich war auf Klassenreise mit meiner Klasse, wie sich versteht, und auf einmal ist bei meinem besten Kollegen zu der Zeit, Armin, so ein fetter Gottesanbeter auf den Schultern, ne? Und ich wollte nur noch nach Hause sprinten, weil ich habe vor alles,
vor allem, was vier Beine hat, Angst. Wie sonst was. Und vor Sachen, die mehr als vier Beine haben, wie Spinnen, die solche langen Beine haben, habe ich noch viel mehr Angst. Da habe ich eine Phobie. Kann ich euch sagen, wie es ist. Und wenn man sich so ein Ding freiwillig dahinstellt, dann... I don't know, man. Ist nicht so mein Ding. Seines Hauses. Laut Daily Mail beträgt der Preis für dieses Anwesen knapp 12 Millionen. Robert Downey Jr. hat auch ein kostspieliges Hobby. Er sammelt nämlich coole Armbanduhren. Das wohl beste Stück seiner Sammlung ist eine luxuriöse Uhr der Schweizer Uhrenmanufaktur Jaeger LeCoultre. Sie kostet über 90.000 US-Dollar. In seiner Sammlung gibt es auch eine Rolex, aber sie kostet viel weniger, nämlich etwa 25.000 Dollar. Doch seine gesamte... Nur 25.000, Leute. Ganz easy. Die Uhrensammlung ist auf jeden Fall so viel wert wie ein tolles Haus. Krass. Keanu Reeves. Oh, heftig. Die Höhe des Vermögens des kanadischen Schauspielers Keanu Reeves, der längst zu einer Meme-Figur geworden ist, wird auf 360 Millionen US-Dollar geschätzt. Digga, er gilt heute als einer der bestbezahltesten Filmdarsteller der Welt. Allein die Matrix-Trilogie brachte ihm ungefähr 256 Millionen Dollar ein. Trotz seiner immensen Gagen bleibt Keanu ein guter und großzügiger Mensch. Das behaupten zumindest diejenigen, die mit ihm zusammengearbeitet haben. John Wick. So hat er während der Dreharbeiten für einen der Matrix-Teile erfahren, dass ein Bühnenbildner aus der Drehcrew in eine schwierige familiäre Situation geraten ist. Und Keanu entschied sich, auf seine Weihnachtsprämie zu verzichten, um seinen Kollegen finanziell zu helfen. Stark. Und vor den Dreharbeiten für Im Auftrag des Teufels erklärte sich der Schauspieler einverstanden, dass sein Honorar um 2 Millionen Dollar gekürzt wird, damit die Produzenten über ausreichende finanzielle Mittel verfügen, Al Pacino für dieses Projekt zu gewinnen. Aber Keanu hat auch eine Leidenschaft, für die er gewaltige Summen ausgibt. Und das sind Motorräder. Bro, der Typ ist einfach John Wick für mich. Einfach John Wick. Check this out. This motorcycle is outrageous, but that's part of the fun. Dieses Hobby hatte er schon als Kind, als er auf den Straßen von Toronto Biker Gangs beobachtet hat. Der weiß nicht, könnt ihr was mit Motorrädern anfangen? Ich weiß nicht, also Autos, da bin ich auf jeden Fall mehr dabei, aber Motorräder, so eine Harley und so bockt schon so, ja, okay, aber sonst kann ich auch nichts wirklich damit anfangen, weil ich auch voller Schisser bin und gerade Motorradunfall miterlebt habe. Live vor mir, Bro, da muss ich los. Der aktuelle Wert von Keanus Motorradsammlung beträgt mehrere hunderttausend Dollar. Darüber hinaus gründete er eine Firma, die sich mit dem Verkauf von getunten Motorrädern unter dem Namen Arch Motorcycle. Okay, wir gucken, ob hier noch der ein oder andere Fußballer dabei ist oder noch eine Person, die mich interessiert. Sind nur ein paar seiner Sammlungsstücke. Oh, ich hab grad gesehen. Strombetriebene Geländewagen herzustellen. Dwayne Johnson. Der legendäre Wrestler und Schauspieler Dwayne Johnson, auch bekannt als The Rock, hat sich im Laufe seiner Karriere ein beachtliches Vermögen aufgebaut. Oh Gott! Allein im letzten Jahr betrug sein Einkommen... Für mich der beste Schauspieler der Welt. Ich bin auf Netflix gegangen, ne, und habe einfach nur Filme gesucht, wo er mitspielt, und jeder Film ist ein Blockbuster. Dwayne The Rock Johnson macht jeden Film zu einem Highlight. Ey, ich liebe diesen Schauspieler, mein Lieblingsschauspieler. Und über 89 Millionen US-Dollar. Der Ausbau seiner unglaublichen Autosammlung bildet einer der größten Ausgabeposten von Johnson. Das sind nur ein paar seiner Sammlungsstücke. Ein speziell umgebauter Pickup des Modells F-150 von Ford, ein Pickup des Modells Velociraptor von Hennessy mit 8-Zylinder-Motor, ein Sportwagen des Modells Pagani Huayra, ein Supersportwagen des Modells Ferrari LaFerrari und ein luxuriöser Rolls-Royce Wraith. Die meisten dieser Gefährten kosten über 1 Million Dollar. Doch Johnson ist ebenfalls jemand, der sich gegenüber seinen Kollegen gerne mal. Jetzt mal Real Talk, ne? Spaß beiseite. Wie passt Dwayne The Rock Johnson in ein Ferrari rein? Ali Boumaier rappt ja, Bitch, ich passe nicht mal in einen Sportwagen rein. Und Dwayne The Rock Johnson ist ja nochmal, Bruder, der ist 5 Meter groß und 5 Meter breit, der passt doch niemals in einen Rari rein, oder? Der hat den noch nur zum Angucken. Großzügig zeigt. So hat er 2018 sein Stunt-Double, mit dem er seit 17 Jahren zusammenarbeitet, ein überraschendes Geschenk gemacht. Als Stuntman Tonai Reed sich von einer Verletzung erholt hat, die er sich während der Dreharbeiten zuzog, schenkte ihm Johnson einen nagelneuen Ford F-150 Raptor. Enjoy your new truck. No, no, man. Oh, er weint, Digga. Der Preis für dieses Auto beginnt ab 70.000 Dollar. Tom Hanks. Oh, aber jetzt mal Real Talk, 70.000 Euro für ihn ist gar nichts. Tom Hanks auch interessant.
Forrest Gump, Terminal, The Green Mile. Es sind nur ein paar wenige Kultfilme, bei denen dieser weltberühmte Schauspieler mitgewirkt hat. Kein Wunder, dass sein Vermögen aktuell auf 400 Millionen Dollar geschätzt wird. Nichtsdestotrotz führt dieser Prominente ein ziemlich bescheidenes Leben und hat nur ein einzig kostspieliges Hobby, über das ihr euch bestimmt wundern werdet. Der Hollywood-Star sammelt nämlich Schreibmaschinen. Alles begann im Jahr 1978 und mittlerweile besteht seine Sammlung aus über 100 Stücken. Das allerbeste heißt Hermes 2000. Es ist ein kompaktes Modell des... Und ich sammle FIFA-Spiele ein Jahr, die ich dann nächstes Jahr nicht mehr spielen kann und muss die neu sammeln. Sehr nice. Schweizer Hersteller Spayat aus dem Jahr 1932. Was Tom Hanks an Schreibmaschinen fasziniert? Ein besonderes Gefühl, das man... Ey, Bro, das interessiert mich jetzt bei Real Talk absolut null. Also Messi hat mich interessiert, Dwayne The Rock Johnson hat mich interessiert und John Wick war auch nicht schlecht. Leute, das war's von dem Video. Das waren so die Spieler. Ich dachte, es geht mehr um Messi. Aber okay, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo auf dem Kanal da. Ihr wisst Bescheid. Kuss geht raus an jeden, der das macht. Peace out.